Ist der Markt im Rückwärtsgang gerade? Ja, tatsächlich. So richtig Vortrieb scheint es nicht zu geben, wenn wir zum Beispiel auf den S&P 500 Future in diesem Fall gucken. Aber das ist bei den Entschuldigung, bei den CFDs natürlich nicht anders. Die sind ähnlich unterwegs. Da sehen wir, dass wir einen deutlichen Rücksetzer haben. Aber was heißt schon deutlich? Im 4-Stunden-Chart gar kein Vergleich zu dem, was wir alle schon mal durchgemacht haben. Aber durchaus etwas, was wir auf dem Plan haben sollten. Denn wir sind ja hier schon ziemlich gut gelaufen und ich sag mal, jetzt deutet sich damit zumindest an die Chance, dass wir die Korrektur auf diese Bewegung hier bekommen. Das wäre zumindest mal sehr typisch. Also noch Entwarnung, bitte nicht jetzt den Rücksetzer hier überbewerten. Ihr wisst, ich bin ein bisschen vorsichtig aktuell. Ich bin nicht so super drauf, was die Bewegungsrichtung angeht. Aber wir müssen die Kirche auch im Dorf lassen. Die Bewegung, die wir hier haben, die ist jetzt noch nicht schlimm genug, noch nicht stark genug, als dass man sagen kann, haha, damit ist das Ende besiegelt und jetzt muss der Kurs wie wild hier runterplumpsen. Es kann aber passieren. Wir dürfen nicht vergessen, insgesamt sind wir schon sehr weit gelaufen und dementsprechend haben wir eine realistische Chance, dass auch mal eine etwas größere Korrektur eben kommt. Aber mindestens, selbst wer jetzt super bullish ist, sollte damit rechnen, dass wir irgendwo hier vielleicht landen. Zur Hilfestellung kann man da auch auf die Fibos mal zurückgreifen. Wir wissen ja so die 38er-Marke, vielleicht auch 50er-Marke, irgendwie sowas, wer es nicht lesen kann jetzt hier. Das ist ungefähr 3850, vielleicht auch noch 3800. Also ich sage mal, bis dahin sollten wir das, entschuldigt das bitte, sollte das auf jeden Fall mal eingeplant sein. Also noch weiter die Abwärtsrichtung, ist das möglich? Jawohl, es ist möglich. Und noch ist der Markt ja relativ zügig nach unten unterwegs, also jetzt nicht so richtig korrektiv. Ihr dürft nicht verwechseln, wir haben ja zwischendurch mal so richtig heftig dann solche Bewegungen. Die sind dann per se schon sehr, sehr stark korrektiv, aber das haben wir hier eben noch nicht so deutlich. Da kann man eher noch sagen, ist das vielleicht der erste Teil, hier jetzt der zweite, vielleicht geht das hier noch, vielleicht gehen sogar noch mehrere Teile, die da kommen. Also die Abwärtsseite scheint hier noch absolut spielbar zu sein. Garantiert ist das natürlich auch nicht. Also nicht, dass ihr jetzt sagt, ah, guck mal hier, der Mann mit ohne Haare, der hat gesagt, hier keine Chance für die bullische Seite, das passiert jetzt. Nein, vorsichtig, so funktioniert das auch nicht. Aber was immer ihr tut aktuell, müsst ihr mit einplanen, dass eine Bewegung bis darunter eben funktioniert. Das ist nichts Außergewöhnliches. Wenn euch das stören würde, dann ist wichtig, dass ihr vorher rausgeht, wenn oder euch entsprechend absichert. Wenn ihr sagt, ach nur, das kann ich auch aussitzen, ja, dann passt es ja. Ja, also dann kann man das machen. Im Moment, also wie gesagt, aktuell ist die Long-Seite nicht vom Tisch, überhaupt nicht, aber jetzt nicht das oberste Gebot, jetzt hier auf der Long-Seite mit zu sein. Zumindest deutet sich das hier nicht an. Wir können mal hier auf ein kleineres Zeitrahmen wechseln und dann seht ihr, okay, jetzt macht er das typische Spiel, was er zur Eröffnung gerne mal macht, mal einmal hin, mal einmal her, mal ein bisschen Hektik verbreiten. Mal sehen, wie er sich gleich dann beruhigt, dann wieder zeigt. Das ist grundsätzlich bei den Kollegen nicht anders. Also Nasdaq ebenfalls aktuell hier auf der Abwärtsseite unterwegs. Ich gehe auch hier mal auf den 5-Minuten-Chart. Da sehen wir im Moment überhaupt gar keine Stärke jetzt vorhanden. Und wir sehen das Gleiche beim Dow Jones. Auch hier gehen wir mal auf den 5-Minuten-Chart. Dann sehen wir, dass wir auch hier noch ein bisschen Potenzial haben. So diese 1, 2, 3, 4, 5 nach oben. Das ist da auf jeden Fall noch mit dabei. Ob das jetzt die ganz große Wende ist, ich bezweifle es nochmal. Dazu haben wir in der letzten Zeit zu viel Rücksetzer einfach gesehen, die sich harmlos noch ergeben haben. Aber wir sollten nicht davon ausgehen, dass das nicht noch tatsächlich sein kann. Also sprich, dass das jetzt das Ende dieser Bewegung ist, dass wir sagen können, so, wir haben jetzt die Faxen dicke, ab jetzt kommt mal eine etwas größere Korrektur. Also das müssen wir auf dem Plan haben. Was sollte man jetzt also tun? Weil das ist die Frage, die ich von vielen gestellt bekomme, im Sinne von, bis jetzt war es alles heiße Luft. Ich will eine ganz konkrete Handlungsanweisung. Na, das hängt natürlich davon ab, welche Risiken ihr bereit seid einzugehen. Es ist nicht so einfach zu sagen, sag uns, was als nächstes passiert und dann werden wir alle reich. Das wäre zu schön, um es wahr zu machen. Aber für mich ist es immer entscheidend, solange wir die starke Seite erkennen können und solange wir die schwache Seite erkennen können. Und wenn die in die Gegenrichtung laufen, haben wir die besten Möglichkeiten hier, uns richtungsmäßig schon mal zu entscheiden. Aktuell ist also die Long-Seite noch nicht wirklich die super attraktive. Das würde sich aber ändern, wenn der Markt jetzt. Bisschen deutet sich das hier an beim Dow Jones. Steile Aufwärtsbewegung hatten wir. Ich habe es nicht so gut gezeichnet, aber das kriegt ihr selber hin.
Und wenn wir jetzt das bekommen, dann wisst ihr, haha, da bin ich wieder auf der Long-Seite mit dabei, mindestens für das und dann mit Option hierfür, falls er doch dreht, Stop nachziehen auf dem Einstieg an der Stelle. Also das ist eine Methode, die grundsätzlich immer wieder funktioniert. Ich sage bewusst immer wieder, denn sie funktioniert natürlich nicht immer. Bitte habt niemals die Erwartungshaltung, das muss jetzt bei jedem Trade genauso funktionieren, aber Chance-Risiko-Verhältnisse und die Wahrscheinlichkeiten sprechen für uns. Das heißt, wir haben mit Sicherheit die besseren Chancen auf unserer Seite. So, dementsprechend, wir werden da jetzt ein bisschen live drauf gucken hier am Nachmittag. Ihr sicherlich auch. Achtet ein wenig auf diese Bewegung. Wer Spaß dran hat, der kann sich auch bei Born for Trading da entsprechend dann anmelden, um damit dabei zu sein. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.